materias influenciables en extremo. Influenciables en extremo, influenciables en extremo. Arratsaldeon dizuela guztioi, Bilboko Alondigaren izenean, ongi etorri beste egun batez, Gutun Zuria jaialdiaren bosgarren ekitaldi ontara. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión, la tercera ya de la quinta edición del Festival Gutun Zuria, que hoy va a analizar la relación que mantienen la verdad y la mentira desde, en principio iban a ser tres perspectivas diferentes, pero finalmente serán cuatro. Imaginaremos por un lado el futuro, por otro veremos lo que la física, el relato y la poesía no tienen en común. Y al final, hacia las 10 de la noche, cuatro versolaris nos darán su personal interpretación a través de la improvisación en un acto que se celebrará, como decía, a las 10 en el atrio de la propia Alondiga. Betiko legez, babesle ditugun, BBK, eta el correo egunkariaren laguntza ere eskertu nahi genituzke. La cuarta novedad será que en principio estaba previsto que el periodista Filip Gurevich nos visitase ayer, no sé si tuvisteis ocasión de estar aquí en la sesión. Fue imposible porque tuvo un problema en su conexión del vuelo que le traía directamente desde Ruanda, pero estaba muy interesado en venir, de hecho ha llegado hoy y a eso de las 8:30 no ha querido perder la oportunidad de dirigirse al público y por tanto nos dará su interpretación sobre esa relación tan especial que mantienen la verdad, la mentira, los secretos, decía de unos 10-15 minutos, pero como insisto, no quería dejar pasar la ocasión de dirigirse al público de Bilbao, estar aquí con nosotros. Las conversaciones, a quienes no habéis estado, tienen una estructura más o menos parecida, duran una hora más o menos. Al final dedicamos el último cuarto de hora a las preguntas del público, que por cierto, insisto, está siendo muy activo en esto de las preguntas, por lo que os felicito a todos. Lehen elkarrizketa alemanieraz izango da, beraz alemaniera ulertzen ez duzuenontzat, uste dut hartuko zenituztela, bat bateko itzulpena eskaintzen duten tresna horiek ditugu. Itzulpenak lehen kanalean erderaz izango dira, hirugarrenean euskeraz eta erdikoa, bigarrena honen bestez alemanieraz izango da. Decía que la intervención, la conversación que vamos a mantener ahora, será íntegramente en alemán, salvo las preguntas, y los aparatos de traducción simultánea os ofrecerán esa traducción. En el 1 es el castellano, 3 euskera y 2 concretamente alemán. Os pedimos eso sí, insistimos todos estos días, a las 8:15 nos gustaría que desalojaseis el salón, el auditorio tan pronto como fuera posible, así podremos comenzar la próxima sesión
son puntuales a las 8:30. Teoría, ciencia y mitología, lo que la física, el relato y la poesía no tienen en común. Este es el título de la conversación que van a mantener Anton Zeilinger, Hans Magnus y el periodista Iñaki Esteban. Hans Magnus es uno de los creadores más agudos y significativos de nuestro tiempo. Poeta extraordinario, extraordinario, ensayista muy personal, polémico, comprometido, autor teatral, realizador y traductor, fue Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2002. Por su parte, el físico austríaco Anton Zeilinger fue elegido por el periódico británico The New Statesman en 2005 como una de las 10 personas que podían cambiar el mundo. Zeilinger es uno de los principales físicos y pensadores en el ámbito de la cuántica. Please join me in welcoming Hans Magnus and Anton Zeilinger. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido a esta conversación de Gutuzuria. Estaba previsto que estuviese con Anton Zeilinger y con Hans Magnus Enzensberger Daniel Innerarity, no ha podido venir por problemas de salud, así que si nos importa pues le reemplazo yo. Como sabéis, Gutuzuria trata fundamentalmente de literatura. El tema de este año es secretos y mentiras y el país invitado es Estados Unidos. Como veis aquí, tenemos a un austríaco y a un alemán, a un físico especializado en cuántica y a un ensayista y a un poeta. Es decir, ahí parece que hay algo que no acaba de encajar. La primera razón por la que hemos traído a estas dos eminencias de la ciencia y del pensamiento europeo es primero porque precisamente el año pasado ya abrimos en Gutuzuria un hueco al pensamiento y porque nos parece también que la ciencia es una forma para nosotros esencial de llevar o de conducirnos hacia ese pensamiento. También pensamos que tanto la ciencia como el pensamiento crítico que también encarna Hans Magnus Enzensberger desvela secretos, refuta algunas cosas que nos parecen verdades, pero que en realidad son falsas o incorrectas. Con lo cual ya hemos cubierto, digamos, que una parte, hemos justificado una parte. Nos queda la segunda, la de Estados Unidos, y aquí de verdad confieso que no podemos hacer nada. Sin más preámbulos, por orden alfabético os voy a presentar, aunque Joseba os ha hecho ya una breve introducción, os voy a presentar a Hans Magnus Enzensberger. Ensayista, agudo, irónico, me he reído muchísimo con su último libro, El monstruo de Bruselas, que de verdad que os lo recomiendo. Es premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2002. Es traductor al alemán de César Vallejo y Rafael Alberti. Le conocemos desde hace muchísimos años ya con obras como Política y Delito, La gran migración, libro estupendo. Como decía, El monstruo de Bruselas, un libro, un ensayo extraño, porque es un ensayo con el que no solo te sonríes, sino que te carcajeas. Y bueno, también es un apasionado de la ciencia con un libro que publicó que se titulaba Los elixires de la ciencia, El diablo en los números y, en fin, otros libros. En el otro lado está Anton Zeilinger, es un físico especialista en física cuántica. Según me dijo el otro día Pedro Miguel Echenique, que es uno de los grandes, grandes, grandes investigadores en este campo, si no el más grande de la actualidad. Es el autor del libro El velo de Einstein, que está traducido al inglés, está traducido también al italiano, aunque no al español. Y si, actualmente es el director científico del Instituto de Óptica e Información Cuánticas de la Universidad de Viena. Desde los años 90 ha hecho grandes contribuciones a la física cuántica. Una de las más importantes, por la que es más conocido, es la teletransportación entre dos fotones. Es el paso de las características de un fotón a otro fotón con un experimento que realizó que los llevaba las características, no el fotón mismo, sino las características de uno a otro entre dos orillas, entre las dos orillas del Danubio, que es una con dos máquinas que se llamaban Alice y Bob. No sé si he explicado muy bien la teletransportación,
profesor Singer, pero bueno, es hasta dónde puedo llegar. bueno, para ir entrando en materia, el título de esta charla es Teoría científica y mitología, lo que la física, el relato y la poesía no, corchetes, no tienen en común. Ahí hay una especie de ambigüedad. Para abrir un poco esta conversación, yo le preguntaría al señor Seilinger qué hay de poético en su trabajo, qué hay de imaginación, qué hay de especulación y qué hay, lógicamente, de experimento, de prueba, de corroboración. Yeah, thank you very much for this question. I understand that I have now a full hour because these are so many questions. it's really impressive. You know, the point is, when we talk about the scientific method in kind of the forefront of what is the limits of knowledge, then there is a lot of speculation in the sense that you don't really know precisely what the next step will be. Because if you would know that, then this would not give you new information. So it's very important to have a feeling, to have some creative feeling about what the next step might be and what might be interesting. And you know, creativity is very important. Free association is very important in your mind. And what is also important is beauty. In our case, beauty is a concept which is very central to science. And there are levels of beauty here. One level, you know, since Galilei and Newton, physics is a mathematical science. Your things are only accepted if they can be expressed in the language of mathematics in the end. And we consider a situation, as an equation, the more beautiful, the smaller it is, the fewer symbols it contains, and the more you can express with very few symbols. And this reminds me a little bit of the task in the arts. Mm-hmm. Arts. If I consider, for example, the black square of Malevich, or also, you know, some things written by writers, including yourself, you have a feeling that there is also this fight to austerity, to you know, to do it as compact as possible, and have it expressed that way even more than what you thought, you know? It's an economy of means, you might also say. I'm not so sure about the minimalist extremism. Because we also need richness. That's right. You see, and what you said reminds me of Hermann Weyl, a quote of Hermann Weyl, who said, ich versuche das Wahre mit dem Schönen zu verbinden, aber vor die Wahl gestellt, entschiede ich mich für die Schönheit. That is a very good point, yeah, because Weyl was a mathematical scientist who said, I try to combine the true with the beautiful, but if I had to choose between them, I would probably decide in favor of beauty. But if he would live long enough, if he decides for the beauty, and if he lives long enough and he finds out that this does not work, then he would give it up, I'm sure. Yes. That's part of the scientific method, you know? And if what you said is actually quite correct, also for the sciences. Yeah. Beauty is not only expressing a few, richness in few symbols, it also contains novelty. Out of this compact representation, new things come, which the person who writes down the equation did not even think of. Yeah, implicit possibilities inherent in what you're doing. Right, this is very important. Yes, and that maybe could also be said of poetry. Mm-hmm. Yes, but I think we are perhaps in the wrong place because they say it's about, this is going to be a talk about lies.
Now, only in a very specific sense can it be said that literature lies, and only in a very specific sense can it be said that science lies. So perhaps I will leave the science and stay with the secret, shall we? I don't know if science lies. I mean, scientists, some... Oh, wir sollen auf Deutsch sprechen. Wir sollen auf Deutsch sprechen. Ah ja, okay. Umso besser. Let's talk German, oder? As long as... it would be difficult for me to talk in Spanish or in Basque language, but Deutsch ist gut. Also, ob die Wissenschaft lügt, ist... Das ist ein sehr diffiziles. Ich glaube, wenn ich bei Lüge bewusstes Lügen meine, dann glaube ich nicht, dass die Wissenschaft lügt. Die Wissenschaft kann sich irren. Einzelne Wissenschaftler können lügen. Ja, das ist was anderes. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Das Schwindler ist klar. Gibt es überall. So wie heute alle Menschen. Ne? Das ist gut. Das gibt es immer. Herr Zesberger, usted cuando quiso expresar su admiración hacia la ciencia, no solo eligió el ensayo, que es su forma habitual de escribir, sino que también, bueno, también eligió la poesía que usted ha practicado. ¿Por qué hizo ese tipo de poemas didácticos, usted lo llama poemas didácticos, sobre los grandes científicos de la historia de la ciencia? Ja, ich meine, ich verstehe überhaupt nicht, warum viele literarische Leute es vorziehen, in allen wissenschaftlichen Beziehungen ignorant zu sein. Das ist doch eine merkwürdige Haltung. Warum soll ich verblöden? Warum soll ich freiwillig verblöden? Das versteht man doch nicht. Also das hängt dem Humanismus ein bisschen, der Humanities, wie man sagt, also die Geisteswissenschaften, hängt so etwas an. Das ist aber, glaube ich, eine sehr anachronistische Vorstellung. Und außerdem ist da ja in diesen Wissenschaften, ich bin ja ein Amateur, ich bin natürlich kein Wissenschaftler, aber der Kick, es gibt einen Kick, es gibt ein Heureka in der Wissenschaft, und das soll man sich doch nicht entgehen lassen. Ja, ich meine, auf derselben Ebene ist, dass, wenn man so am Abend bei einer Party ist oder bei einer Unterhaltung, nicht, und Leute wissen offenbar nicht, wer Schrödinger war oder Heisenberg, sowas, dann sage ich immer, wer war Mozart? Ja, das gehört sich nicht. Das darf man nicht zugeben, wenn man das nicht... Ja, aber wenn man sagt, ich weiß nicht, wer Heisenberg war, das ist sogar fesch für manche Leute. Das ist elegant, wenn man ignorant ist, und das verstehe ich nicht. Merkwürdig, ja, das ist sonderbar. Ja, aber wenn man jetzt ein bisschen weitergeht zu den Problemen, die das mit sich bringt. Also ich habe hier ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, bitte um Entschuldigung, habe vergessen, wer auf diese Idee gekommen ist. Da hat jemand gesagt, die Metapher ist der Wurm in der Metaphysik. Das heißt, wenn Sie über Metaphysik sprechen, brauchen Sie immer Metaphern, und dann, wenn Sie der Sache nachgehen, dann geht es nie ganz auf. Die Metapher ist ja eine Übertragung. Das heißt, die ist nicht eins zu eins. Ja, die bringt etwas Neues da. Und ich frage mich, ob die Metapher nicht vielleicht der Wurm in der Physik ist. Denn die Physiker in dem Moment, wo sie von der mathematischen Formulierung weggehen und sich in der natürlichen Sprache äußern, in dem Moment sind sie gezwungen, Metaphern zu bilden. Das ist ein hochinteressanter Punkt, und gerade in der Quantenphysik ist das ein hochinteressanter Punkt, denn dort kann man zur Beschreibung der Dinge, die man sieht, nicht mehr in allen Fällen, man muss vorsichtig sein, man darf nicht das Kind mit dem Bade ausschließen, aber nicht mehr in allen Fällen unsere Alltagssprache verwenden. Da gibt es Begrenzungen. Und das Interessante ist, dass, wenn ich mir so die jungen Leute ansehe, die in meine Gruppe kommen, die schwimmen am Anfang, die kennen sich nicht aus in der Kommunikation, aber nach 2-3 Monaten funktioniert das. Und da entwickelt man eine Intuition,
die offenbar sprachunabhängig ist. Ach so? Ich würde behaupten, dass die Intuition auf der wirklich tiefen Ebene die Sprache nicht benötigt. Ich weiß nicht, ob das einer, für den die Sprache ein zentrales Instrument ist, gerne hört, aber das ist das mein Gefühl. Ich meine, man weiß aber natürlich, dass alles mit Quantentheorien, Quantenphysik zu tun hat, der Common Sense sozusagen nicht funktioniert. Also wie wir normal operieren, ja, das funktioniert halt nicht. Aber eine der Folgen davon ist natürlich, dass man trotzdem, und vielleicht sind die Quantenphysiker noch gar nicht die Schlimmsten sind die Kosmologen. Die Kosmologen sind vollkommen Märchenerzähler, die sind Mythologen, die sind der Ersatz. Uns ist ja doch viel abhanden gekommen. Also die Metaphysik ist uns großen Teils abhanden gekommen, ja, die Unsterblichkeit, solche Sachen sind irgendwie nicht in unserem Alltag mehr vorhanden. Und das heißt, ich glaube, dass die Kosmologen die Stelle der Mythologen eingenommen haben. Die haben diese Stelle besetzt, weil da eine Lücke war. Wir wissen ja nicht, wie das Universum entstanden ist und so weiter. Und wir brauchen also jemanden, der uns das erzählt. Und dazu braucht es natürlich Bilder. Und genau wie die Vorsokratiker, angefangen mit Thales und Parmenides und Heraklit, so gehen diese Wissenschaftler vor. Sie sprechen vom Urknall, Big Bang. Übrigens eine umstrittene Sache, weil es gibt auch den Big Crunch, andere sagen den Big Crunch. Das ist außerdem deshalb umstritten, andere weil für sagen, einen Bank brauche ich ja Schall, Atmosphäre. Und das gab es ja damals klar, nicht. Ja, das war, sicher. Aber das war ja Vakuum, da gibt es also keinen Bank. Ich zitiere nochmal, was denen alles einfällt. Da gibt es den Big Freeze, the Big Bounce. Und dann gibt es auch noch den Steady State. Und dann gibt es Many Worlds. Many Worlds, da gibt es Pluriversum. Ja, Pluriversum, Da gibt es Wurmlöcher, gibt es Branen. Ja? Und ich will jetzt gar nicht mit der Stringtheorie anfangen. Das ist ja natürlich eine extrem vorangetriebene Sache, die ja keinerlei experimentelle Überprüfung zulässt. Noch nicht, vielleicht kommen sie mal. Dem Universum ist es schwer zu experimentieren, das musst du doch zugeben. Ja, aber vielleicht schaffen wir das eines Tages. Da möchte ich die Leute einerseits verteidigen und auf der anderen Seite ein Problem sozusagen etwas tiefer analysieren. Verteidigen insofern, als es die Methode der Naturwissenschaften ist, oder ein Teil der Methode, das, was man jetzt weiß, so weit wie möglich hinaus zu extrapolieren und zu schauen, wie lange funktioniert es und wann hören die Bilder auf und wann kommen wir zu einem Widerspruch. Und da versucht man natürlich zu schauen, also was sind die Konsequenzen eines Big Bangs, was sind die Konsequenzen eines inflationären Universums, ein schönes Modell, was sind die Konsequenzen von Paralleluniversen und zu schauen, kann ich etwas davon ausschließen. Das Problem ist dann, wenn diese Bezeichnungen, die fachspezifisch, zwar nicht, also wenn sie an der Vorderfront sind, nicht ganz klar definiert sind, aber doch was Gewisses meinen, wenn die dann in die Populärdiskussion übernommen werden und dann oft einen Sinn unterlegt bekommen, den sie gar nicht haben sollten. Und das sind aber zum Teil die Wissenschaftler mitschuld, wenn sie das Spiel mitspielen. Ja, also das sollten sie sagen, na, eigentlich so ist es nicht, ne? Ja, aber es ist doch auch so, dass die dann einfach eine Idee erfinden aus dem Nichts. Zum Beispiel, wenn das nicht passt mit der vorhandenen Energie oder mit der vorhandenen mit der Materie, dann erfindet man einfach, ich sage, das ist die dunkle Energie. Und die dunkle Energie ist eo ipso begriffsgemäß eine, die ich nicht feststellen kann. Also, sonst wäre sie ja nicht dunkel. Also, nein. Ja? Weil man sie noch nicht feststellen. Also, ja, noch nicht. Da muss man jetzt unterscheiden zwischen dunkler Materie und dunkler Energie. Ja. Dunkle Materie ist ein wohldefiniertes Konzept, von dem viele glauben, dass man in den nächsten 10, 20 Jahren klären wird, was das ist. Mhm. Okay? Da gibt es also wohldefinierte Forschungsprogramme. Ja. Bei der dunklen Energie hat niemand eine Ahnung. Ja, eben. Ja, das ist doch wahnsinnig spannend. Ja, das macht doch die Wissenschaft aus. Das ist in dem Sinn Fiktion, wie die Literaturfiktion ist. Das sind alles Metaphern, das sind
Bilder, die die Leute erfinden und von denen man gar nichts sagen kann. Und ich meine, die geben es ja selber zu. Ich meine, wenn ich einen Stringtheoretiker frage, wie kann man jetzt herausfinden, ob es diese Strings gibt und ob sie nicht gibt, sagt, das kann man nicht. Also es gibt ja also offen zu. Und da haben wir schon ein, da haben wir schon ein erkenntnistheoretisches Problem. Also die, ich meine, die Frage ist, in dem Sinn, wie weit die Stringtheorie eine physikalische Theorie ist. Ja. Also ich möchte in dem Sinn Ernst Mach zitieren, ja, der Erkenntnistheoretiker, ja, Physiker, der ja auch die sozusagen die wesentliche Kritik des absoluten Raums und der absoluten Zeit formuliert hat. Das Einzige, wo Einstein sagt, was wirklich wichtig war für ihn. Ja. Und der sagt, jede Aussage der Physik muss eine Aussage über Beziehungen zwischen beobachtbaren Größen sein. Das heißt, in diesem Sinne ist die Stringtheorie keine oder noch keine physikalische Theorie. Ja, ja. Das muss man zugeben. Also wenn man diese Definition annimmt, dann ist es so. Aber es könnte sein, dass es eines Tages so ist. Und dann wird es interessant. Nicht? Außerdem, damit man mich nicht missversteht, ich habe ja nichts gegen Märchenerzähler. Ich habe nichts gegen Mythologen. Ich glaube, diese Menschen sind, das ist in unserer Spezies vorhanden, dass wir eine Erzählung haben wollen. Wir brauchen irgendeine Erzählung, wir brauchen Geschichten, wir brauchen, und so wie in der Antike, warum? Die haben immer Geschichten erzählt. Und ich denke, dass etwas Ähnliches, die Wissenschaft hat diese Rolle übernommen für uns, weil es die großen Erzählungen nicht mehr gibt. Die große Religionserzählung ist nicht mehr so präsent, wie sie mal war. Da würde ich zustimmen, ja, in dem Sinne. Es ist aber sozusagen nicht nur ein Geschichtenerzählen im a posteriori Sinn machen, sondern auch im Aufarbeiten und im Neuen ermöglichen. Vorauserzählen. Und neue Wege ermöglichen. Ja. Das ist sicher Rolle der Wissenschaft. Aber der wesentliche Punkt ist aber dann der, und da würde ich schon sagen, der wesentliche Punkt ist dann der Unterschied zu der Geschichtenerzählerei, wenn wir das so meinen. Ja. Bei uns muss am letzten Punkt der Check mit der Wirklichkeit da sein. Oder die Wenn Theorie ist falsch, ist, oder es muss weg. Richtig. Es muss ausgeschieden werden. Ja? Wobei dieses Bild auch etwas zu einfach ist. Theorien werden oft nicht immer ausgeschieden, weil sie falsch sind, sondern einfach, weil sie viel zu kompliziert sind und jemand andere eine viel schönere Theorie gefunden hat. Bessere Lösung. Auch. Ja, bessere Lösung. Was im ersten Schritt vielleicht gar nicht mehr was Neues bringt, aber doch schöner ist. Nicht? Ich will jetzt nicht da. Wir wollen ja andere Fragen. aber ich meine, das mit den Mythen ist nämlich auch so gewesen, weil diese Mythen wurden auch ständig in Frage gestellt. Manche wurden reduziert, manche haben sich gehalten. Wir denken immer noch an die Mars und Venus. Wissen wir immer noch, was das ist? Die sind nicht abgeschafft, diese Geschichten. Ja? Und so, nur die Griechen haben schon die ersten Skeptiker, die Sophisten und so weiter, die haben die schon klein gemacht. Die haben auch gesagt, das passt uns nicht mehr. Naja, gut. Ja, das ist ein guter Punkt. No, de verdad que mis preguntas iban también por ese sentido. He leído esta semana en su libro, señor Enzensberger, que hay cosas como, hablando de las metáforas de la ciencia, como la sopa cuántica, como los túneles cuánticos. La misma palabra quark viene del Finnegan's Wake de James Joyce. Mm. Yo les quería preguntar, ¿hasta qué punto el éxito de una teoría científica depende también no solo de la belleza de la formulación científica en sí mismo, sino de su capacidad de comunicar? Yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la teoría del Big Bang, que es una teoría, como ha dicho el señor Zellberger, muy mitológica. Es una explicación del origen del mundo. En su caso, señor Schellinger, por ejemplo, la teoría de la teletransportación, que es uno, aunque no sepa muy bien el detalle de la teoría de la teletransportación, se puede hacer una idea. ¿Hasta qué punto esa capacidad de comunicación de las teorías científicas incide en su popularización, al fin y al cabo, en su éxito? Das ist aber auch eine politische Frage, weil die Naturwissenschaft ist teuer. Naturwissenschaft ist Big Science, sehr oft ist es Big Science.
Ja, und das bedeutet natürlich, dass eine Gesellschaft ein Motiv dafür in die Hand bekommen soll, sonst zahlt sie nicht, sonst gibt es das alles nicht, um eine Institution wie CERN zu bauen, diesen Hadron Collider, das ist eine Milliardeninvestition. Und das ist sehr interessant, dass unsere Zivilisation in der Lage ist, so etwas zu machen, obwohl die besten Wissenschaftler von CERN sagen, welchen ökonomischen Nutzen, wenn überhaupt, das abwirft, können wir ihnen nicht sagen. Und trotzdem ist das Geld geflossen, trotzdem haben mehrere Nationen sich darüber verständigt, dass wir wollen das machen. Und das, finde ich, spricht doch für unsere Zivilisation, also, dass ein weißer Elefant überhaupt finanziert wird. Jetzt möchte ich aber erstens, das ist nicht teuer. Auch. CERN kostet jeden Europäer pro Jahr einen Kaffee, bitte. Kann niemand behaupten, zweitens, wir sprechen nicht von weißen Elefanten, sondern ich bin überzeugt, es ist eine Eigenschaft des Homo sapiens, ja, wissen zu wollen, was ist hinterm nächsten Berg. Ja. Diese Neugierde ist Teil unserer Identität. Ich sage immer, es ist falsch, wenn wir die Naturwissenschaften aus dem technischen Nutzen motivieren. Sondern für mich ist das genauso wie, er gehört genauso zum Homo sapiens wie etwa eine Symphonie oder eben Dichtkunst oder was auch immer. Das ist Teil unserer Identität. Wir können nicht ohne das leben. Wir brauchen das. Ja. Und die Frage ist natürlich dann, wie motiviere ich, dass ich eine bestimmte Art von Forschung finanziere? Das ist dann schwierig, nicht? Das ist dann mehr sozusagen ein gemeinsames der amerikanische Kongress Übereinkommen und so weiter. Der amerikanische Kongress hat große Forschungsvorhaben in den Vereinigten Staaten gestoppt. Und das heißt, also wenn die Wissenschaft nicht in der Lage ist zu kommunizieren nach außen, und deswegen ist das mit der Popularisierung, da gibt es ja verschiedene Stufen von da gibt's ganz miese Sachen, da gibt es aber sehr gute Sachen, und ich finde, die Wissenschaft muss diese Kommunikation leisten, sonst hat sie kein politisches Echo mehr. Wobei ich da wieder vielleicht eine sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit, die Popularisierung der Wissenschaft, wenn man die macht, damit man sozusagen als Rechtfertigung der Tätigkeit, das ist der falsche Ansatz. Für mich ist, also ich habe meine Bücher für die Öffentlichkeit geschrieben und ich halte auch viele Vorträge für die Öffentlichkeit, weil ich finde, aber ich nicht, weil ich das rechtfertigen möchte, nicht, weil ich sage, so und jetzt müsst ihr brav eure Steuern zahlen für mich, sondern weil ich finde das, was ich mache, so spannend und so interessant, dass ich das auch den anderen Leuten erzählen möchte. Die sollen das alle wissen. Das ist deine subjektive Perspektive. Aber Verteilungskämpfe gibt es in jeder Gesellschaft. Und siehe, der amerikanische Kongress sagt nein. Ja, das ist ja nicht... Das ist ja nicht, weil du ihnen sagst, mir macht es Spaß, der Mensch ist so gebaut. Das ist ja ein richtiges Argument, aber das überzeugt, in einer Gesellschaft musst du, die sagen dann mehr Kindergärten, die Altersheime, was weiß ich, da gibt es immer, das Symphonieorchester muss abgeschafft werden, damit Altersheime her und so weiter. Es gibt immer Verteilungskämpfe und das ist Politik und ich verstehe zwar, warum du dich nicht in diese Politik einmischen willst, ja, aber trotzdem, das bleibt eine Tatsache. Die Fusionsreaktoren da, ITER in Frankreich, ja, Riesendinger. Und die Leute, die das machen, die sagen, wenn überhaupt, können wir Fusionsenergie in 50 Jahren gewinnen. Das sind Riesendinger. Ja, ich weiß, das sind Rieseninvestitionen. Also, ja. Und das heißt, nur zu mit den Metaphern, nur zu mit den Märchen. Sollen die Leute Märchen erzählen, das ist wunderbar. Bueno, ya que ha salido Estados Unidos, hemos cumplido lo de los Estados Unidos también, como país invitado. Yo les quería preguntar en este sentido... ya lo tenemos todo. les quería preguntar en este sentido si... que parece que hay un retroceso
en la financiación de lo que es la ciencia básica, ¿no? Que serían las matemáticas y la física teórica, en contraposición a otros proyectos más asociados con la biología, la biotecnología. ¿Piensa que también hay un, digamos, un sustrato mitológico en el sentido de que parece que las matemáticas y la física se ven como menos útil que lo que podría ser la promesa utópica de la biotecnología, de la perfección del ser humano, de que tengamos hijos todos rubios, de ojos azules y grandes tenistas? ¿Cómo ven eso? Ja, du antworten. Weißt du, ja, also ich, das ist genau das, was ich vorher sagen wollte. Es ist falsch, die Wissenschaft aus möglichen Anwendungen her zu motivieren, weil das geht irgendwann einmal nach hinten los. Es wird für die Biologen genauso nach hinten losgehen, wie für die Physiker, das zu einem Problem wurde, wie es geheißen hat, die Atomenergie liefert kostenlose Energie und so weiter. Das ist Unsinn. Und auf solche solche Dinge soll man sich nie einlassen, nicht? Das ist einfach verkehrt. Ja. Natürlich gibt es da Modeströmungen und derzeit ist die Biologie sozusagen sehr, ob das lange so weitergeht, bin ich mir nicht so sicher. Hirnforschung auch. Ja, aber gerade die Hirnforschung, die steckt da jetzt in einer Krise. Ja. Die Hirnforschung steckt in einer Krise, weil sie merken, dass das reduktionistische Programm nicht wirklich funktioniert und sie haben aber noch nichts anstattdessen. Das ist ein hochinteressantes, aber das ist eine spannende Situation. Deswegen sollte man ja die Hirnforschung machen, aber nicht auf die Art, wie es reduktionistisch gemacht wird. Nicht? Wenn sie zu viel versprechen, als sie jemals halten können, das ist natürlich auch schwierig. Ja. Aber die Mythologie ist ja gar nicht so. Die Mythologie ist eigentlich nicht optimistisch in dem Sinn, wir schaffen das schon, sondern in jedem Mythos gibt es Gefahren, Risiken, Pleiten, Katastrophen, Rückschläge, gibt es doch. Und zu einer guten Erzählung gehören auch die Flops. Genau, richtig. Ja. Richtig. Wobei ich schon sagen muss, ich meine, ich teile nicht diesen Kulturpessimismus, technischen Kulturpessimismus, der gerade in Europa so vorherrscht, wenn Leute sozusagen generell negative Einstellungen bekommen. Ich sage immer, man muss sich nur anschauen, jetzt sehe ich die Audience nicht, aber so, wenn ich mir so wenn ich einen Vortrag halte, typische Zuhörerschaft, das ist ein simples Faktum, ohne die Naturwissenschaften würden von denen, die hier sitzen, nur sicherlich nicht einmal die Hälfte da sitzen. Ich selbst wäre im Alter von 5 Jahren gestorben, weil mir hat Penicillin das Leben gerettet. Ganz simpel und einfach. Nicht? Und es ist für mich irgendwo ein Wunder, dass ich nicht ganz verstehe, dass diese Naturwissenschaft, die in ihrer Tiefe wirklich von der Neugier kommt, das ist der wirkliche Motor, dass die zu irgendwas gut ist gelegentlich und auch was Vernünftiges macht. Ja. Das ist hochinteressant und das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Oft hinter dem Rücken des Forschers. Oft hinter dem Rücken und oft ganz unerwartet. Ja. Oft ganz unerwartet, ja. Das ist, war ein berühmt, mein Lieblingsbeispiel ist die Entdeckung der Radiowellen. Mhm. Nicht? Hertz, wie er diese Experimente machen wollte, in Deutschland, ich glaube Würzburg war das, schrieb einen Antrag an die Preußische Akademie der Wissenschaften um Gelder. Und der Antrag hieß Messung der Ausbreitung der dielektrischen Verschiebung im Vakuum. Niemand weiß, was das heißt. Wurde begutachtet, damals von der Preußischen Akademie der Wissenschaften, und da stand, er muss sein Geld bekommen, weil das ist wichtig, fundamental, obwohl, das ist jetzt wörtliches Zitat, obwohl es wohl nie zu einer praktischen Anwendung kommen wird. Das ist heute Rundfunk, Fernsehen, Mobiltelefon, alles, nicht? So ist es. So ist es. Heinrich Hertz war nicht motiviert, Radio zu bauen, Kommunikation zu machen. Man wundert sich direkt, da war offenbar eine Übertragung in diesem Experiment, die getestet wurde, und niemand hatte die Idee, dass man das zur Informationsübertragung Da musste ein Unternehmer her, nämlich Marconi. Marconi war dann da, unter Tesla, der war da auch. Ja. Marconi und Tesla waren, glaube ich, die zwei Leute, die das am meisten weitergebracht haben.
Señor Seliger, he leído por ahí que existe la posibilidad de hacer dinero cuántico. Billetes con información cuántica que no se pueda falsificar. ¿Es esto cierto? Die erste Idee in diesem Gebiet der Quanteninformation, das ist ein ganz neues Gebiet und eines der intensivsten Forschungsgebiete in der Physik weltweit derzeit. Die erste Idee, die hier geboren wurde, war in den 70er Jahren von einem gewissen Wiesner, das heißt tatsächlich Quantengeld. Und zwar ist es so, dass dieses Quantengeld, das hat man bisher noch nicht machen können, die Idee ist aber, ganz elegant, dieses Quantengeld ist Geld, das man grundsätzlich nicht fälschen kann, kann man grundsätzlich nicht kopieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt, es ist absolut sicheres, wäre absolut sicheres Geld, weil die Nummer auf den Geldschein in Quantenzuständen gedrückt ist. Das ist ein sehr abstraktes Konzept, nicht? Aber da steckt schon die Grundidee vieler dieser Ideen drinnen, die man dann in Quantencomputer verwendet und auch in der Teleportation. Die Teleportation, die schon erwähnt wird, ist natürlich nicht eine Reisemethode, obwohl die Idee aus der Science Fiction da kommt, sondern sie ist eine Möglichkeit für Informationsübertragung. Und das ist durchaus seriös. Und wenn es je Quantencomputer gibt, was ich persönlich glaube, dann werden die mit Teleportation miteinander Informationen austauschen. Und kryptografisch kann man nicht an sie ran. Genau, kryptografisch kann man nicht an sie ran. Also das sind schon interessante Dinge. Und das Schöne an diesem Gebiet ist, dass es, es wurde vorher die Fusion zitiert, dass es in der Quanteninformation meinem Gefühl nach nicht so aussieht, als ob wir hier unüberwindliche oder fast unüberwindliche technische Schwierigkeiten hätten. Ja. Es sind große Herausforderungen und es braucht viele clevere Ideen junger Leute, sage ich immer. Aber die Methode ist nach wie vor eine kleine Physik. Das typische Experiment ist in einem Zimmer und da arbeiten 5, 6 junge Leute dran und das ist es. Und das ist weltweit so und da gibt es hunderte solche Aufbauten. Das ist irgendwie der Amazonas-Urwald. Es entstehen viele neue Ideen, es wird viel gemacht und das läuft. Aber du selbst sagst ja, man kann ja nie wissen, weil der Hahn mit der ersten Kernspaltung hat an einem so großen Tisch gearbeitet. Das stimmt, das ist richtig. Also das kann man nie vorher sagen. Wieder, ja. Stimmt auch wieder. Ja. Auch bei der Fusion, richtig, die ersten in Princeton waren auch so ein kleiner Tisch, den habe ich mal gesehen. Da muss ich dir recht geben, ja, das ist so. Ja. Ja, absolut. Ja. Nicht wissen. Sí, por otro lado, parece que las matemáticas, los matemáticos ahora están siendo muy, muy valorados por los bancos. Quiero decir que hay modelos matemáticos que pueden predecir, no siempre bien, habría que decir, ¿no? No siempre bien las futuras inversiones. Es decir, de alguna manera, a veces que catastróficamente o bajo el principio de incertidumbre, me parece que lo rige todo, ¿no? Pero sí que es verdad que esta ciencia básica va encontrando cada vez más aplicaciones, esa es la, con lo cual esta sensación de inutilidad parece que no está ni siquiera tan cierta, ¿no? Also, ich meine, die Modellierungen, die da vorgenommen worden sind im Sinn der Ökonomie, einer globalisierten Ökonomie mit den Geldflüssen, um die es sich da handelt, die sind natürlich auch mathematisch ziemlich schwach auf der Brust. Ja, also da ein gewisser Herr Mandelbrot hat da ein sehr gutes Buch drüber geschrieben, der versteht nämlich etwas davon, von Skalierungen und so weiter, von Skalierungseffekten und so weiter. Und der hat schon gezeigt, und die haben zwar einen Nobelpreis gewonnen, zwei von diesen Leuten, die haben einen Nobelpreis für Mathematik bekommen, also einen Nobelpreis für, der wurde anders genannt, für Ökonomie. Das ist der Nobel-Erinnerungspreis, heißt der. Ja, genau. Und die waren aber auch zugleich, die haben ihr ganzes Geld in einen Hedgefonds gesteckt, der aufgrund ihres Modells pleite gegangen ist. Mhm. Also brauchen sie ja den Nobelpreis, damit sie wieder das mit Defizit. Na, aber das Problem, ich glaube, das Problem in der Ökonomie ist, eine Sache ist, und ich persönlich kenne solche Leute, Physiker, die arbeiten bei solchen Banken,
und verdienen wirklich ihr Geld durch Anwendung mathematischer Modelle. Ja. Das sind aber Modelle, die sozusagen auf den Börsen diese Spekulation antizipieren und so weiter und so fort. Das ist etwas, was in meinen Augen grundsätzlich verboten sein sollte. Ja. Ich meine, für mich soll die Finanzwirtschaft der Wirtschaft dienen, nicht umgekehrt die Wirtschaft der Finanzwirtschaft. Ein frommer Wunsch. Ich bin ein frommer Mensch, ja, du weißt das. Nein, aber ich glaube, es liegt. Aber sozusagen eine tiefere Frage. Das ist auch schlechte Mathematik. Ja, und ich würde sogar noch eine Stufe tiefer gehen, wenn wir uns die Wirtschaftssysteme wirklich ansehen, so würde ich behaupten, dass diese Systeme so hoch nicht linear sind, dass sie grundsätzlich nicht über längere Zeiten vorhersagbar sind. Das heißt, es ist eine fundamentale Grenze der Mathematik, wofür die einzelnen Mathematiker gar nichts können. Mhm. Und ich glaube, und das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich persönlich glaube, dass die Rückkopplung dieser Modelle auf die Entscheidungen der Mitspielenden wahrscheinlich auch nicht voll in mathematischen Griff bekommen werden kann. Nicht formalisierbar. Genau. Und das heißt, da haben wir fundamentale Grenzen der Vorhersagbarkeit. Ja, also, und das hat ja auch sein Gutes, dass wir die Zukunft nicht kennen. Ja, das ist sicher. Ja, ich finde es recht lustig, dass man nicht weiß, was in die Zukunft bringt. Es ist interessant. De todas formas, ¿no les parece que estamos bajo el principio de incertidumbre, que es como el principio básico de la física? Pero bueno, hay veces que uno piensa que la ciencia también es para que le den certidumbres y certezas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y parece que la única certeza que tenemos es la propia falta de certeza. No, absolut nicht, bitte. Ich sage, jeder, der in ein Auto steigt, jeder, der ins Flugzeug steigt, verlässt sich darauf, dass die Naturgesetze so funktionieren. Die Flugzeuge sind heute so ausgelegt, dass wenn Bernoulli-Gleichungen, solche Dinge, wenn die nur relativ wenig daneben werden, würde das Ding runterfallen, bitte. Ja. Also es ist nicht so, dass die Naturgesetze keine Sicherheit liefern. Aber es liegt in der Methodik, dass man eben die Anwendung hinausschiebt und dann kommt man immer irgendwo in einen Bereich, wo es unsicher sein muss. Sogenannte menschliche Versagen. Außerdem, das menschliche Versagen ist außerdem. Versagen. Ja. Das heißt immer so, Fukushima, menschliches Versagen. Fertig. Ja, das sogenannte menschliche Versagen. Ja, interessant. Ja. Ja, das ist auch noch eines. Ich glaube, wir Menschen sind so gebaut, psychisch, dass wir es nicht aushalten können, wenn wir nicht die Ursache wissen für etwas, das geschieht. Wir wollen immer eine Ursache. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel früher man nennt das primitiven Kulturen, es gab einen Blitzgott und einen Donnergott und einen Regengott und weiß der Teufel was. Weil man musste eine Ursache erfinden, auch wenn man es nicht versteht. Nicht? Ja. Und wenn wir davon... Sind wir wieder bei der Märchenerzählung und bei der Mythologie. Sind wir bei der Märchenerzählung, ja. Und wenn ich jetzt weiß, dass viele dieser Systeme hochgradig nicht linear sind, oder dass vielleicht sogar Quanteneffekte Rolle spielen, dann gibt es nicht immer einen Grund, der angebbar ist, nicht? Richtig. Und dann ist das im Prinzip gar nicht durchziehbar. Aber mit dem muss man leben, dass aber warum, Dinge einfach geschehen. Warum suchen dann immer noch viele theoretische Physiker nach einer Theory of Everything? Ja, das ist auch so ein schöner Mythos. Das ist doch Unsinn. Das ist ein Mythos. Also ich habe einmal öffentlich gesagt und sage hier wieder, jeder, der glaubt, dass eine Theory of Everything sozusagen schon um die Ecke ist, der macht nichts anderes, als öffentlich darzustellen, wie begrenzt seine Fantasie ist. Ja. Wir betreiben Naturwissenschaften, das muss man sich mal fragen, wir betreiben Naturwissenschaften in dieser mathematischen, modernen Form erst etwa 300 bis 400 Jahre. Zu glauben, dass wir hier das meiste schon gefunden haben, ist doch, das geht doch nicht. Ich bin überzeugt, dass viele der interessanten Dinge noch auf uns warten. Nicht?
Natürlich, einige der Grundkonzepte, der Grunddenkkonzepte sind schon stabil, wie zum Beispiel die mathematische Beschreibbarkeit, diese Symbolisierung. Das ist schon etwas, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in absehbarer Zeit weggeht, nicht? Dass ich Dinge durch mathematische Symbole darstellen kann und dass das etwas sehr Präzises bedeutet. Ich sage immer meinen Freunden, die in Schulen unterrichten, wenn ihr das denen mitgeben könnt, die nicht Naturwissenschaften machen, dass diese mathematische Beschreibbarkeit so fantastisch funktioniert, dann habt ihr was erreicht. Ja. Weil die Welt ist nicht diffus, die Welt ist nicht esoterisch. Die Dinge sind nicht, hängt nicht alles mit allem zusammen und diese ganzen Dinge, sondern das lässt sich alles sehr präzise formulieren. Ja, das sagst du jetzt so, aber du weißt doch ganz genau, dass ein genügend reichhaltiges System nicht widerspruchsfrei sein kann, eins von beiden. Der Gödel, ja. Ja, also, ja, genau. Das ist raffiniert. Und das ist auch einer der Gründe dafür, dass es Theory of Everything nicht geben kann. Das mag sein, aber das könnte sein, ja, das kann man nicht sagen. Das ist eine interessante Geschichte. Wobei interessanterweise auch das Gödel'sche Theorem selbst in der Mathematik de facto keine Bedeutung hat. Nein, der praktische, der arbeitende Mathematiker kann damit gar nichts anfangen. Ja, genau. Und das ist auch die Frage der Platoniker, ob es die Mathematik außerhalb von uns schon gibt oder nicht gibt. Das ist auch so eine philosophische Frage, die den Mathematiker, wenn er an der Arbeit ist, überhaupt nicht interessiert. Und das ist auch sehr interessant, weil das ganz ähnlich verhält es sich nämlich mit der Poetik. Es gibt ja jede Menge Lehre, wie man schreibt, ja, wie man schon auch wiederum mit Aristoteles angefangen und so die Poetiker. Ja. In dem Moment, wo du aber dann wirklich diese Zeile schreibst, kannst du mit dieser ganzen Poetik-Lehre überhaupt nichts anfangen? Guter Punkt. Ja. Ja. Das ist sehr interessant. Ja. Wenn ich das vielleicht noch einen Punkt weiterspinnen darf. Ja. Es gibt ja es gibt Leute, ich glaube Einstein hat das auch gesagt, es ist eigentlich unvernünftig, wie gut die Mathematik funktioniert. Ja. Und ein Schritt weiter in diese Richtung ist, dass es heute ist ein sehr aktives Forschungsprogramm, wo Leute der Meinung sind, dass sozusagen der Urstoff, schon wieder so ein poetisches Bild, oder die fundamentale Konzept oder was, dass das nicht Materie ist oder nicht Felder. Nicht, sondern Information. Information oder Felder. Und dann auch sind wir, es sind dann wieder Wahrscheinlichkeitsfelder. Und über diese Wahrscheinlichkeitsfelder sind dann aber letztlich nichts anderes als Darstellungen möglicher Informationen. Ja. Und das ist schon was Interessantes. Wenn also die Information so fundamental ist, dann hat das mit der Mathematik als fundamental zu tun. Weil die Mathematik ist eine verkürzte Darstellung der Information. Das ist aber ganz offen. Das ist eine ganz offene Arbeitsrichtung. Aber was ist denn eigentlich mit der guten alten Materie überhaupt passiert? Die ist ja verdunstet. Die ist ja immer weniger geworden. Es wurde immer mehr nichts als Materie. Ja? Also es hat ja angefangen mit dem, schon das Wort Atomkern, ist ja noch was Kerniges. Könnte man fast anfassen, so einen Kern. Ja? Ja, richtig. Ja? Weg. Alles weg. Ja. Wahrscheinlichkeitsfelder. Ja, das sind, ich meine, die Atom, das sind weniger als 100 Millionen Milliardstel ist der Atomkern. Der Rest ist leer, Vakuum. Ja. Und selbst der Atomkern löst sich auf, weil das mathematisch wieder nur ein Feld ist. Das ist ein abstraktes Feld. Weg, das ist ein Wahrscheinlichkeitsfeld. Einfach weg. Ganz interessant. Aber wenn das keine tollen Erzählungen sind, dann weiß ich überhaupt nicht, was eine gute Erzählung ist. Das ist doch fantastisch. De hecho, señor Selinger, usted lo que teletransporta es información, ¿no? No es la materia en sí, en sus experimentos con los fotones. Ganz richtig, ja. Ja. Ganz richtig. Also wir haben zwei Teilchen
und wir können die Information, die ein Teilchen trägt, auf das andere Teilchen übertragen. Mhm. Und zwar übertragen nicht im Sinne einer Kopie, weil das erste Teilchen verliert seine Information. Das heißt dann ein Teilchen ohne eigene Information. Und das Neue trägt alle Informationen vom Original. Und das ist dann eine tiefe philosophische Frage. Ist das jetzt das Original? Ja. Wenn das Original seine Eigenschaften verloren hat und alle übertragen, ich würde behaupten, das ist dann das Original. Ja. Weil es ist grundsätzlich vollkommen ununterscheidbar. Nicht? Ja. Aber es ist sozusagen nicht egal, es ist sozusagen wenn ich jetzt, man kann auch atomare Zustände schon teleportieren. Ja. Und das ist insofern interessant, weil es sozusagen auf die Substanz nicht ankommt, sondern nur auf die Information. Und das ist ja tatsächlich so, weil aus welchen konkreten Atomen dieses Glas besteht, ist vollkommen egal. Egal, ja. Wir können die Siliziumatome da gegen andere Siliziumatome austauschen, ist auch immer das Glas. Ja. Nicht? Ja. Die Substanz ist sekundär. Ja. Ist ein amerikanischer Freund von mir wurde einmal von einem gewisser Professor Greenberger in New York, wurde einmal von einem Journalisten gefragt, was mit der Seele passiert. Also angenommen, man würde einmal, das ist natürlich Science Fiction, man würde einmal Menschen teleportieren können. Was geschieht dann mit der Seele? Seele, sagt er, es wird nur die Seele teleportiert. Das ist eine gute Antwort. Sehr gut, ja. La Identidad, ¿no? Bueno, casi para... Ja. Es la Identidad, al fin y al cabo del fotón. Para volver a un poco a lo que decía al principio el señor Enzensberger, en el sentido de que los intelectuales han vivido un poco de espaldas a lo que es la ciencia. De hecho, hace cuando épocas históricas que de alguna manera nos explican, tanto en el Renacimiento, esta separación apenas existía, todos conocemos un poquito a Leonardo, el proyecto de la enciclopedia no se podría haber hecho sin Diderot, que era un humanista, y sin D'Alembert, que era un matemático. Sin embargo, ahora parece que sí estamos en esta situación. Yo les quería preguntar un poco por el sistema educativo. Todavía esa separación existe de una manera muy tajante desde el bachillerato. Es decir, a un chico, una chica, a los 15 años, se le obliga a elegir entre el latín y la física, entre la economía... la economía y las matemáticas, entre la economía y alguna otra cosa de letras. En fin, quiero decir que la separación misma está dentro del sistema educativo desde muy temprano. No sé si, ¿qué les parece esta separación tan tajante que luego crea una ignorancia con la que uno se encuentra en la universidad, seguramente? Es decir, para el propio perjuicio del alumno, ¿no? Aquel que ha ido siempre por letras, luego se da cuenta de que su cultura científica es muy baja. Aquel que siempre ha ido por ciencias o por economía, en algún momento se puede dar cuenta de que su cultura humanista es muy baja también, ¿no? ¿Cómo afrontarían esto? Du bist du mehr der Fachmann. Naja, wieso? Ich meine, aber es ist auch diese armen Schulen. Diese armen Lehrer, diese armen Schulen, die sind ja vollkommen überfordert, weil sie sollen alles nachliefern, was die Welt den Menschen nicht gibt, den Kindern nicht gibt. Die Eltern bringen es nicht, die Eltern sehen fern oder was weiß ich, oder gehen zum Fußball oder was. Die bringen die Kinder ja gar, die geben ja gar keinen Schub. Und dann soll der Staat soll irgendwas machen, die Schule soll irgendwas machen. Also das ist ja kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Und ich kann nur sagen, es war vielleicht nie die Aufgabe der Schule, den Leuten Kenntnisse beizubringen. Die Schule ist ein Sozialisierungsinstrument. Da geht man hin, muss man mit einer Klasse durchsetzen. Und eine Aufbewahrungsinstitution. Aufbewahrungsinstitut, da muss man lernen, wie man mit Autorität umgeht, wie man sie sabotiert, wie man lügt, weil wir bei der Lüge sind, wie man bei einer Prüfung jemand erraten, man muss erraten, was der hören will, das sagt man ihm dann und so weiter. Das sind alles Fertigkeiten, die eine Schule liefert. Aber mit den Kenntnissen...
Also jetzt. Aber mit den Kenntnissen ist doch lächerlich, dass Kinder sollen 3 Jahre lang lernen, zu lesen, zu schreiben und das 1x1 zu lernen. 3 Jahre. Jeder normal begabte Mensch kann das in 2 Monaten lernen. Ja? Das ist einfach Zeitverschwendung in diesem Sinn. Und so ist auch der Unterricht, ich meine, das ist schrecklich, sehr langweilig. Sehr langweilig. Warum hassen die Menschen Mathematik? Weil die Art, wie Mathematik in einer Schule gelehrt wird, abschreckend ist. Das ist ja klar. Das ist eine leere Rezeptsammlung. Du kriegst eine Aufgabe X und du musst das Rezept Y anwenden. Und dann setzt du das richtig ein und dann wird es schon herauskommen. Dann bestehst, dann kriegst du eine gute Note. Aber warum diese Formel funktioniert, davon ist überhaupt nicht die Rede. Also jetzt möchte ich... Ja. Jetzt möchte ich aus meiner eigenen Erfahrung die Schule schon verteidigen. Gut. Also ich bin ja in ein humanistisches Gymnasium gegangen. Ja. Also ich habe gelernt 6 Jahre Latein und 4 Jahre Griechisch. Und da habe ich schon was gelernt. Also für mich war einer der Höhepunkte meiner Schulzeit, und das sagen die Leute immer, das ist elitär, wenn ich das sage, einer der Höhepunkte war, als wir die Verteidigungsrede des Sokrates lasen. Das sieht man, und es ist was anderes, wenn man sozusagen in der Originalsprache diesen Menschen hört und sieht, dass das genau die gleichen soziologischen und Familien, was für Probleme waren wie heute. Ja. Und eben ein zweiter Punkt, den ich sagen muss, und da möchte ich auch die Mathematiklehrer ein bisschen verteidigen. Ich weiß schon, du hast sie nicht angegriffen, aber es ist die Schule. Was wichtig ist, ist die Begeisterung des Lehrers. Ja. Ich hatte das Glück, in diesem humanistischen Gymnasium einen Mathematik- und Physiklehrer zu haben, der war begeistert. Ja. Und zufälligerweise war das in unserer Klasse von 19 Schülern ein System, wo von den 19 dann 5 Physik studiert haben. Das muss man sich vorstellen. Ja. Weil der konnte uns begeistern. Natürlich. Und wenn du sagst, dieses Formel einsetzen, dann haben die Lehrer versagt, wenn sie das überhaupt akzeptieren. Aber schau mal. Weil Alle Menschen bringen ja viele Jahre in solchen Institutionen zu. Richtig. Und was ist hinterher, wenn ich längst die Schule raus bin? 2 oder 3 Menschen sind die Entscheidenden. Das sind die Lehrer wie der mit dem Sokrates. Und dann gibt es noch 2, vielleicht 3, wenn man Glück hat, sind es 3. Aber wir haben Dutzende von Leuten gehabt, bei denen nichts war. Wobei das Interessante ist ja, dass, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, der mit dem Sokrates, mit der Mathematik, der war begeisternd. Das war fantastisch. Und mit der Physik. Der mit dem Sokrates, der war streng. Ein knallharter Zyniker. Zyniker, ja. Aber gut. man hatte das Gefühl, er ist voll bei der Sache. Er will, er ist voll da, nicht? Ja, prima. Die schlechten Lehrer waren die, wo man das Gefühl hat, der will einfach die Zeit hinter sich bringen und der will, Der ist ja müde, weil diese schrecklichen Kinder, man versteht ihn ja. Bei uns zum Beispiel, also da hatten wir einen Geschichtelehrer und das war einfach fad. Und da bin ich jetzt später drauf gekommen, der war offenbar ein alter Nazi. Nicht? Und der hat natürlich da seine eigene Geschichtsauffassung gehabt und die konnte er nicht rüberbringen und war vollkommen resigniert, war voll frustriert, resigniert und so weiter und so fort. Es ist so. Es kommt wirklich auf die Persönlichkeit an. Das ist viel sicher. Insofern stimme ich dir zu, die Persönlichkeit, das, was da sozusagen an Ungeschriebenem passiert, ist viel wichtiger als die formalen Inhalte. Aber die Inhalte müssen auch kommen, aber dann nachher. Ich hatte auch... Auf der Schiene der Begeisterung. Warum interessiere ich mich für Mathematik? Ich hatte einen. Ah, ja. Ich hatte einen Sommerfeldschüler. Ah, schön. Ja, also, und der hat die Franken ernst genommen. Ja. Der hat nicht gesagt, das ist einfach so, wenn ich frage, was heißt 1 hoch 0. Ja. Ja?
Der andere hat gesagt, das ist eben so. Halt's Maul, ja? Lerne das. Der hat versucht, mir klarzumachen, was das ist mit dem Potenzieren. Ja, wunderbar. Estoy seguro de que tienen un montón de preguntas, o sea que vamos a ir, por favor. Haben wir schon eine Stunde? Podéis hacer preguntas cuando queráis. Eine Stunde schon so aus, das ist unglaublich. Wenn überhaupt. Ah ja. Doch. Thank you. I just wanted to come back to the point about scientists and who lie. I think that the majority of people probably realize scientists are human and human beings lie. I can speak from personal experience because I studied science and one of my professors was a pathological liar. And you find people like this in all institutions, but everyone lies when they have an interest in doing so. But and so I think people, because they think scientists lie, they also lose faith in the idea that there is a truth behind science. And so, for instance, I know a great many people who believe, for example, that there are cars which can run on water, which have been hidden by the corporations. And despite the fact that I try and tell them, well, no, this is actually prohibited by the physics because you can't get energy from nothing, it's an argument that doesn't really convince them. And I'd be interested to know what Anton Zelliger can tell me I should say to people like that. And one other thing I wanted to say about science and lies is that I think the big lie is that science is going to make us happy, is going to find things that make us happy. And for every scientist who discovers penicillin, there are 10,000 who are working on things that are either completely trivial and pointless or, in fact, make life worse. Thank you. Well, these are many questions. About the... there is occasionally fraud in science, and there are people lying about their results and so on. And there have been famous cases, and it's not it's to me it is a difference to many other fields that the intrinsic mechanisms of science in the end kick in, and you find out who was. Whether somebody was saying the truth or not, you know, the peer review and all this. It might take a long time sometimes, but it kicks in. Sometimes it is not fraud, sometimes it is negligence and so on and so on. And not, it's much more... Yeah, you know, like recently, this example of faster than light neutrinos. Mm. It was a mistake which can happen to everyone. Mm. One has to admit everyone can make such an experimental mistake which happened. What was the mistake was that this was published so large. I would not. This is not the thing to do. Sometimes it takes a little longer, like eugenics, for example. Yeah, right. Huh? Yes. Or Lysenko in the Soviet Union, who ruined the agriculture. And that it actually can damage. Bad science is more right. more important than right. fakes. Than fraud. Fraud is soon discovered. But if I look, if you come, what is really, you know, when you go to Vienna and to the main physics library, and you look up some of the old volumes of journals, you can see that some of the publications by Einstein were cut out by some Nazi scientists. You know, but these are exceptions. I would say, and the system is such that things recover. The problem with the water is a very good one. I like that one, that engines run on water, because I have had such contacts with industrialists. I was asked, and I told them that in my opinion this is fraud on the side of the people who do it, but the investors don't want to hear that. They think that I am too cautious and I am too. You know, I'm a narrow-minded scientist, and they still pour their money into something which is not going to work. This is not much one can do. After time, they will realize that this was a waste of money. But this is just happening now. I do not share your negative viewpoint that for every scientist
who does something important. There are 10,000 who do mediocre science or even fraud or make things worse. It is. Well, let me. Right. If I repeat it, so people can hear that they work on things which don't like make life better, okay. Possibly worse. Yeah. That's what you said. Well, you know, there are about the so-called mediocre science. I would actually defend the fact that a lot of science has to be just to make the whole building more safe, more strong, to investigate this possibility and that possibility and that possibility. This is often not very interesting from the outside, but it has to be done. Measuring, you know, properties of materials and all this kind of thing. It's not something I do, but it has to be done because it makes the whole basis broader. And it provides something, some new information. About making things worse or better, I would like to come back to my position before. Science should not be motivated by a goal in terms of application. I would even go one step further. Real fundamental science cannot be motivated that way, because you do not know when you do something what kind of application it will have. What is important is that we have strong social, democratic, or whatever control about applications. This has to be. This is important, and there scientists have to tell the society what is happening. This is very important, and that means. But that also calls for good education. People should actually be able to understand what the information is. So all this is connected in the education is very important. Also in judging wrong developments as opposed to good developments. Another question? No? I got another question. Yeah. I just want to know the difference between mediocrity and excellence. Is this great cognition, great education, imagination, and a little bit of madness and hard work? Well, maybe you can define it. Well, I can't define it, but I mean, it's clear. It's obvious to everybody that the world is not just in the sense there's no equal distribution. So there are not so many Mozarts around. you can't stretch it so far that everybody gets their share. That is maybe you don't like this, but it happens to be the case. I'm afraid. You see. But one should also say that not everybody who is famous and well known is excellent. Oh no. And not everybody who is not known is mediocre. Oh, no. Absolutely not. No. You know, they are famous. Yes. It's very difficult to judge. I mean, there's a famous story of Boltzmann, famous Austrian scientist. When he came to Yale University, he wanted to meet, I think it was Gibbs, a scientist working there, and they asked, who does he want to talk to? And he was one of the founders of thermodynamics. He worked very quietly in his room and so on, you know. Yeah. So it's difficult. Yeah. In the end, it's probably, coming back to the beginning, it's, you know, beauty. It's somebody who contributes to the building of the whole thing. That's excellent, probably. I don't know. I also think that the distribution is changing historically. Mm-hmm. Because if you look, my knowledge is not immense, but I met... because I have a young daughter. So I met a lot of young people of her age, and very few of them want to become bankers. Mm-hmm. Very few of them want to become politicians. Mm-hmm. Not many go in, some want to do arts, that still exists. But the brightest of all of them are going into science. That's good, yeah. Una última pregunta, porque son y cuarto, yo lo siento mucho de verdad, pero hay media ahí. Just a minute. Humanity, in dealing with nature, he first has used the language, then mathematics has been a big success. In dealing with nature, mathematics has been a great success,
But what in the future, it may be that in the future that mathematics even can fail, that the human knowledge is compatible or not compatible with the universe. So even mathematics cannot achieve the knowledge. Yeah, this nobody knows. Yeah? Yeah. It could very be that, it could be that at some time we are at an end and are not able to understand deeper, or not. This is a very good, very deep question. I don't know. I think it's a very strong hypothesis, very hard to believe that there can be no intelligence in the universe superior to ours. Oh, that could very well happen. And I think it probably exists somewhere. I could imagine that. It strikes me as being... But that is not his limit. His limit is a deeper one. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber venido aquí a esta...